Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Heute haben wir ein neues Tabak-Review und zwar geht es heute um den Almasiver, wenn der Mond, so heißt er. Der ist von dem bekannten Rapper Massiv. Kommen wir gleich zu den Fakten. 200 Gramm kosten 17,90 Euro, ist way too small. Und dann wollen wir auch keine Zeit verlieren. Kommen wir gleich mal zum Geruch. Es soll Honig, Melone, Mango sein. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Und was geil ist, Leute, finde ich, wenn ihr die Dose aufmacht, dann braucht ihr nur hier oben diesen Zipper abziehen. Ihr habt kein Umgepacke mehr, da ist nichts mehr in Folie drin. Einfach nur abziehen und los. Und los wird gefeuert. Also, geruchlich. Ich finde, wenn ihr am Anfang, wenn ihr wirklich einzieht, so der erste Geruch ist eine schön süßliche Honigmelone. Und dann so das letzte Stück kommt noch eine schöne Mango heraus. Also geruchlich ist er echt, riecht er echt süß, aber auch sehr fruchtig. Den Schnitt blende ich euch ein. Molasse gut eingezogen und ich würde sagen, wir kommen einfach mal zum Rauchen. Döschen wieder zu. Geraucht wird heute das Smokezilla. Wenn ihr wissen wollt, welcher es genau ist, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann suche ich sie noch mal raus. Also, wenn ihr einzieht, kommt eine süße Honigmelone. Ich muss sagen, das ist bald einer mit der besten, die ich bisher geraucht habe, an Honigmelonen. Und im Abgang kommt ein ganz bisschen so die Mango noch raus, aber das zusammengemischt ist ein richtig geiler, fruchtiger Tabak. Also da muss ich echt sagen, gut ab, der ist gut gelungen. Verträgt auch ein bisschen mehr Hitze. Also, kleines Fazit am Ende. Der Tabak ist auf jeden Fall zu empfehlen. Könnt ihr euch ruhig kaufen, wenn ihr auf einen fruchtigen Tabak steht oder nicht mal ausprobieren wollt. Da könnt ihr nichts falsch machen eigentlich. Und wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Nagelt mich jetzt nicht darauf fest, dass der Tabak super geil ist. Und wenn er raucht und keine Honigmelone mögt, dann ja, ist er auch scheiße und ich habe nur Kacke erzählt. Also wer es fruchtig haben will, wer Honigmelone und Mango mag, der kann sich den gerne kaufen. Ich werde mir bestimmt auch nochmal kaufen. Ja, und ich würde sagen, das war's auch schon wieder. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Kohlen ihr benutzt. Also ich und meine Freundin haben damals immer die Tomko Kotscha benutzt, aber seit einem Jahr, weiß nicht, geht es bei denen bergab. Die aschen so schnell, dass eine halbe Stunde was vom Kopf. Momentan benutzen wir jetzt wieder Black Kokos. Die sind ganz gut. Und ich würde gerne mal wissen, welche nutzt ihr? Bonation auch gut, Zomo hatten wir auch schon, ist auch sehr gut. Das würde mich mal interessieren, womit ihr raucht. Und ich würde sagen, abonniert gerne meinen Kanal, schreibt mir neue Tabakvorschläge in die Kommentare, liked das Video und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.